Sehen Sie, Frau Smith, Schönheit hat überhaupt nichts mit dem Alter zu tun. Sondern mit Schminke, Beleuchtung und Bildbearbeitung. Naja, aber wo nichts Brauchbares ist, kann ein Retoucheur auch nichts mehr machen. Denken Sie nur mal an Brigitte Nielsen. Die sah im Dschungel aus wie ein Lastwagenfahrer und nach dem Dschungel sah sie aus wie ein geschminkter Lastwagenfahrer. Joan Collins dagegen ist der lebende Beweis, dass man sogar in reifen Jahren sexy, anziehend, glamourös aussehen kann. Ein bisschen Puder, ein bisschen Lippenstift, ein bisschen Eyeliner. Ein bisschen? Man sieht ja der Gesicht gar nicht unter so vielen Farben. Die Frau schminkt sich nicht, sie malt sich das Gesicht auf die Haut. Naja, aber das können Sie auch, Frau Schmidt. Die Kosmetikindustrie hat für jedes Gesicht die passende Make-up-Palette zusammengestellt. Sie brauchen nur einen Visagisten, der Ihnen sagt, welche Schminkutensilie und welche Schminktechnik am besten zu Ihrem Gesicht passt. Ein Visagist ist doch bestimmt schrecklich teuer. 600 Euro. Ich habe aber nur 650 Rente. Naja, dann lassen Sie sich vom Visagisten die eine Hälfte des Gesichtes anmalen, dann sehen Sie, wie das geht und können die andere Hälfte selbst machen. Wie beim Malen nach Zahlen. Und von den restlichen 350 Euro Rente kaufen Sie sich dann ein schickes Abendkleid. Und essen brauche ich dann einen ganzen Monat nicht mehr. Ich bin mir sicher, John Collins isst auch ab und zu etwas. Da bin ich mir nicht so sicher. Aber jedenfalls, Fasten ist ganz gut, das entschlackt. Ich brauche keinen Visagisten. Ich fühle mich auch mit wenig Schminke gut. Ja, aber nächsten Sonntag ist doch Tanzte im Seniorenzentrum. Wie wollen Sie einen feschen, pensionierten Arzt kennenlernen, wenn Sie nicht optisch auf sich aufmerksam machen? Ich will keinen pensionierten Arzt kennenlernen. Es reicht mir, wenn ich meinen Hausarzt besuchen muss. Dann meinetwegen einen pensionierten Anwalt. Nö, Anwälte drehen einem jedes Wort in den Mund, das kann auf die Dauer nerven. Mal sehen, Frau Schmidt, welcher Mann würde am besten zu Ihnen passen? Sie haben nur Männer im Kopf, meine Liebe. Au contraire, Frau Schmidt, ich interessiere mich für eine Menge Dinge. Mode, Make-up, Promiklatsch, Diäten, Fitness. Obwohl beim Thema Fitness interessiert mich eher der Personal Trainer. Und das fällt dann auch unter der Rubrik Männer. Sehen Sie es ein, so ist nun mal die Welt konzipiert. Frauen brauchen Männer und Männer brauchen Frauen. Außer sie sind schwul, dann brauchen sie erneut Männer, was natürlich die Unentbehrlichkeit der Männer noch stärker betont. Ich habe zwar nichts gegen die Emanzipation der Frau, Frau Schmidt, aber seien wir ehrlich. Wenn ihr Wasser haben wollt, dann rufen Sie einen Klempner, keine Klempnerin. Außer natürlich, Sie kennen eine nette Lesbe, die Ihnen das ganz billig macht. Aber da würde ich ganz vorsichtig sein, Frau Schmidt. Denn die Holzfällerhemde, die Schistinnen wollen auch nur das eine von einer Frau. Was wollte ich eigentlich sagen? Ich habe keine Ahnung. Sie haben mir dieses Buch gebracht und mir eingeredet, dass ich für den Tanzsee ein neues Kleid brauche. Richtig. Und wenn Sie sich entsprechend stylen, dann finden Sie auch einen netten Mann mit Eigentumswohnung zum Heiraten. Wollen Sie etwa die nächsten 20 Jahre zur Miete wohnen? Sehen Sie mich an. Als mich mein zukünftiger Mann damals auf der Venus 2005 kennengelernt hat, dachte er, ich wäre eine Pornodarstellerin aus Polen. Überlegen Sie, wäre ich wie eine graue Maus aufgetreten, würde ich auch heute noch unverheiratet durch die Welt flanieren. Wie haben Sie sich damals einen Ehemann gekraut? Ich habe für ihn gekocht. Wirklich? Und das funktioniert? Natürlich. Kennen Sie das alte Sprichwort nicht? Liebe geht durch den Magen. Möchten Sie einen Text? Aber nur einen, Frau Schmidt, weil Sie wissen ja, was reinkommt, muss auch raus. Das ist übrigens ein Sprichwort neueren Datums, stammt von mir. Das ist mein Beitrag zum deutschen Kulturgut.